Haben Sie als Autofahrer schon einmal versucht, in Ihrem Navigationssystem einen ganz bestimmten Parkplatz zu programmieren? Das könnte zuweilen daran scheitern, dass genau dieser Parkplatz in keinem Straßenverzeichnis unter einem Namen zu finden ist. Damit Parkplätze öffentlich bleiben und auch im Navi zu finden sind, muss eine Verkehrsfreigabe der öffentlichen Parkplätze erfolgen. Der Coswiger Stadtrat beschloss daher bereits vor geraumer Zeit die Inanspruchnahme durch die Allgemeinheit. Flächen mit öffentlicher Nutzung müssen gewidmet werden. Das dafür geltende Gesetz ist jetzt novelliert worden. Auch die Stadt Coswig hat daher zu prüfen, ob es im Stadtgebiet noch Straßen und Wege gibt, die nicht im Verzeichnis eingetragen sind. Außerdem sind in den letzten Jahren einige Parkplätze neu gebaut worden. Dazu gehören die Pkw-Stellflächen Bürgerpark Festwiese in der Nähe des Rathauses oder auch die beiden Park- und Rideplätze auf der Robert-Blum-Straße bzw. in der Gemarkung Brockwitz auf der Sörnewitzer Straße. Mit dem Widmungsakt sind diese Flächen für den ruhenden Verkehr in das Verzeichnis aufgenommen worden. Mit dieser Widmung soll die Sicherung als öffentliche Verkehrsfläche gewährleistet werden. Auch rein private Wege in der Stadt sind von dieser Widmung betroffen, damit sie öffentlich bleiben. Es gibt Straßen und Wege, die auf Grund und Boden passieren, die uns nicht gehören. Machen wir mal ein einfaches Beispiel. Wer an der Feuerwehrstraße entlang des Bahndammes lang geht, ist ein Weg da, der erschließt zum einen die ganzen Gärten, die dort sind. Zum anderen ist es ein Verbindungsweg bei der Auerstraße oder über die Abkürzung hier zum Rathaus am Hürdenweg zu kommen. Dieser Weg ist auf privatem Grund und Boden. Und es ist jetzt die Frage, ist es ein öffentlicher Weg, ja oder nein? Wenn es kein öffentlicher Weg ist, also sprich, wenn er nicht öffentlich gewidmet ist und nicht in das Verzeichnis eingetragen ist, könnte der Eigentümer, der Grundstückseigentümer, einen Sperrbaum hinsetzen. Und dann, wie kommt dann der Gartenbesitzer zu seinem Garten hin? Das ist dann sein privat zu klärendes Problem. Insofern sind wir schon gehalten zu prüfen, welche Wege sind zwingend nötig, um bestimmte Grundstücke zu erreichen, bestimmte Gärten jetzt in dem Falle zu erreichen. Und welche ergeben einen Sinn auch für die öffentliche Naherholung, dass man an einen Weg beschreiten kann. Das ist jetzt nicht der Wanderweg im Wald damit gemeint, aber es gibt ja auch Wegebeziehungen als Fußwege in Coswig, die für jedermann einfach zur Erholung dienen, die historisch schon immer da sind. Aber wenn sie nicht öffentlich gewidmet sind, könnte der Eigentümer daraus einen Privatweg machen. Das ist sicherlich auch nicht gewollt, sicherlich vom Eigentümer vielleicht manchmal von Interesse, weil sich nicht jeder Benutzer auch immer an die Spielregeln hält und beispielsweise seine Hinterlassenschaften wegräumt. Aber wenn man sie nicht mehr benutzen kann, wird der Aufschrei sicherlich größer sein. Im Stadtrat wird man noch eine geraume Zeit damit beschäftigt sein, alle Straßen und Wege zu begutachten, ob sie noch gewidmet werden müssen oder nicht. Wenn all diese neuen Daten dann auch im Navigationssystem programmiert sind, brauchen Sie als Beispiel nur noch Coswig in Sachsen, Bürgerpark, Festwiese einzugeben und Sie können problemlos jene Fläche in der Nähe des Rathauses erreichen, die bisher nur Parkplatz hieß.